Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Home Adventure. Ja, schön seid ihr wieder dabei. Und diesmal geht es zuerst mal raus aus der Wüste. Es geht steil runter, eine riesige Sanddüne runter. Und dann ab wieder in die Zivilisation. Und danach gehen wir ein Wadi nach dem anderen besuchen. Ja, es wird spannend und es ist wunderschön. Also dann, ab geht's. Jetzt ist es morgen hier am Wahiba Sands. Und jetzt müssen wir weiter. Hier geht's durch diese Sandhügel. Von hier aus, hier runter, es wird ziemlich steil. Jo, erst mal rauskommen. Hat er sich reingefahren. Keine 3 Meter gefahren und schon hängen wir da drin in dem Sandloch. Erstmal Frühstückssport. Ja, geht. Wunderbar. Stadt. Hier gibt es Menschen, die wirklich 50 Kilometer durch die Wüste joggen. Oder eben auch Walking, das geht auch. 10 Uhr morgens und wir haben hier Außentemperatur 29 Grad ungefähr. Da tun sich natürlich die Kollegen hier leichter, die haben ihren Rucksack immer dabei mit Wasser. So, dann schauen wir mal so ein bisschen der Zivilisation wieder entgegen. Und wir brauchen sie tatsächlich, denn ich verrate jetzt, René fährt hier gerade auf den letzten Tropfen Diesel. Da fährt man so und plötzlich steht da der Sebastian wieder. Hi! Was macht ihr denn da Schönes? Was Luftdruck? Jetzt verlassen wir wieder die Piste und da vorne ab jetzt. Wir fahren jetzt ins Landesinnere, ins Gebirge, Richtung Jebel Qatar und zum Wadi Al-Khalid. Nach diesem fantastischen Wüstenerlebnis, gleich daneben geht's ab in die Bergwelt. Jetzt geht's da den Pass hoch. Also hier geht's mal richtig runter. 20% Steigung. Man hört auch die Motorbremse ganz deutlich. Wo fahren die Einheimischen? Und dann auch wieder richtig steil runter zu gehen. Hier unten ist ein Palmendschungel. Oh, wieder steil. So steil, Wahnsinn. Ne? Da ist es jetzt grün. Nach 4 Tagen in der Wüste ist das natürlich eine Augenweide hier. Boah, ist das schön.
In den Abendstunden und am Morgen ist hier ganz ruhig im Wadi Bani Khalid und es ist wirklich ein Genuss, hier diese Ruhe. Fahrradtour am Morgen, Sport. Wenn die Ziege jetzt rennt, rennt der Hund hinterher? Nee. Super, ja? Ja, gut. Wir sind jetzt im Wadi Bani Khalid. Da kann man nach hinten laufen. Und wir sind jetzt so ziemlich am Ende. Wobei, man könnte da noch weiterlaufen. Ja, wir stehen hier bei der Höhle. Da hinten ist die Höhle. Da hat es Fledermäuse drin und eine ist mir genau ins Gesicht geflogen. Aber es geht nicht allzu weit, beziehungsweise ich bin dann umgekehrt. Das Wasser kommt übrigens aus dem Berg raus, ist eine Art Therme, etwa 28 Grad, also lauwarm. Und hier gehen alle baden. Die Jungs baden hier, das ist... Hui, noch einer! Sport ist hier Cricket, René probiert auch mal den Schläger zu schwingen. Achtung! Jo! Jo! Getroffen! Jo! Boah! Das war Volltreffer! Boah! Super! Jetzt hast du es langsam raus, hä? Kein Landschaftsarchitekt könnte es schöner machen, als die Natur es schafft, so ein Wadi zu gestalten, hier im Wadi Tiwi. Über dem ganzen Tal hier liegt der Ruf des Muizin. Alle Gassen hat es hier. Durch enge Gassen hier im Dorf mit ganz knappem Kabel. Vorbeigeschlichen am Kabel. Ja, das haben sie halt nicht für solche Fahrzeuge gebaut, so hohe. Steigung von vielleicht 15, naja, Prozent Minimum. Diese Idylle hier lockt uns, diesen Weg auf sich zu nehmen. Wenden in 1, 2, 3, 4 Zügen. Ist gut. Meter noch. Fallen wir mal gefühlt fast senkrecht in dieses Dorf wieder hinunter. Es ist so steil.
hier, als ob die Berge singen. Wir stehen am Strand und wollen morgen in das Wadi Shab und sehen hier die omanischen Frauen Autofahren lernen. Ja, rückwärts einparken will gekonnt sein durch Tonnen. Ist witzig. Esel beim Abendessen. Wer kommt denn da in der Nacht? So, wir machen eine kleine Bootstour mit Hunden zum Wadi al-Shab und das ist da hinten. Die Eila. Ja, hier geht es eigentlich nur um 100 Meter, man muss auf die andere Seite, aber eine Brücke rendiert weniger wie die Bootstouren, die sie da hier halt anbieten müssen für 1 Rial, also 2,50 Euro pro Person. Dann bringen die einem da einfach auf die andere Seite. Wir haben 8 Uhr am Morgen, aber wir sind nicht die Ersten. Es gibt bereits ein paar Touris. Egal, schön ist es trotzdem. So, Kilometer weiter sieht es so aus. Ja, der Herr Bergsteiger guckt schon, wie er da hochkommt. So, so langsam wird es felsiger. Aber natürlich alles gut präpariert. Wow. 8 Spalte. Also das Wadi Shab ist sehenswert. Wunderschöne Natur, zum Glück keine Straße. Also wir sind definitiv im Paradies angekommen. Es ist wunderschön. So langsam sind wir im Dschungel angekommen. Also hier, der ist festgebunden, der kann sich nicht wehren, der macht ein Geschrei. Der will die Hunde angreifen, oh Gott. Armer Kerl. Wahnsinn, in den Esel da oben. Oh. Und der hat vorher geschrien, wie im Spieß, weil er die Wölfe gesehen hat. Der Esel. Ist einfach da oben. So, ab hier oder weiter vorne wird es richtig tricky. Die meisten schwimmen unten durch, was empfohlen wird. Aber hier gibt es noch einen alten Weg. Den nehmen wir. So geil jetzt. Hier haben sie richtige Stufen reingebaut. Geht da um die Kurve. Wenn das mal hält, hey. Um da unten in den Fluss zu kommen, geht es da richtig runter. Guck dir das an, das ist Kunst. Also hier sind fast keine Touris mehr. So leid kommt man da nicht ins Wasser, es sei denn, man springt da von dieser Pflanze runter. Ob man da wieder rauskommt, weiß ich nicht. Also wenn man zur Höhle will, muss man schwimmen. Wir haben es versucht von der anderen Seite. Handy ist dabei und wo habe ich es? Da oben. Auf keinen Fall tauchen. Aber es ist wunderbar. Das Wasser ist gar nicht kalt, es hat, weiß nicht, 25 oder 24.
So, da kommt sie, die Rettungsschwimmerin. Jetzt sind wir beim Wasserfall, wie auch immer, angelangt. Und dahinter musst du eine Höhle haben. So, wieder mal haben wir das Ende der Welt erreicht. Hier geht es nicht weiter. Und da oben ist die Höhle. Naja. Wie auch immer, das ist ein Riesenfelsen, der irgendwann mal reingeflogen ist. Den haben wir schon von oben gesehen. Aber es ist schön hier. Ah, krass, wir sind durch eine Felsspalte. Da hatte nur noch der Kopf Platz. Der Fels unten war hohl und jetzt sind wir hinten beim Wasserfall. Und das Handy wieder rausnehmen und filmen, ganz, gar nicht so einfach. Also ich bin jetzt am Schwimmen und am Filmen. Und genau hier sind wir durchgekommen. Durch diese kleine Spalte. So, jetzt bin ich da noch hochgeklettert an diesen Seilen. Mit Blick nach unten. Das ist die Spalte, wo wir reingekommen sind. Ja, und hier ist der Wasserfall. Also ich darf auf keinen Fall den Kopf ins Wasser halten, sonst ist das Handy kaputt. Ja. So, hier sind wir durchgekommen. Oh Gott, jetzt. Ich muss unbedingt eine Helmkamera haben, beziehungsweise einen Helm. Also, da müssen wir jetzt durch. Ach, ich liebe diese zwei Hunde. Die sind jetzt mir so gut wie es ging nachgelaufen. Habe aber gesagt, sie müssen jetzt warten, weil es immer steiler wurde. Und da oben warten sie. Sind wir auf dem Rückweg und es war toll. Also wenn Esel Angst haben vor Hunden, dann machen sie immer so. Nach der Tour warten wir wieder auf die Fähre, die uns zurückbringt. Der möchte gerne die Angie locken, aber die Angie findet es gar nicht cool. Die hat sich versteckt. Neben unserem Standplatz ist jetzt gerade hier ein Auto hergefahren mit lauter Frauen. Die machen hier Frauenfrühstück. Die Frage ist, wie viele Frauen passen in so ein Auto? Also 11 Frauen sind in diesem Fahrzeug hier zum Frauenbrunch angereist. So, wir sind hier bei einem Sinking Hole. Waren wir ja schon mal, aber dieses ist nicht so tief. Und Salzwasser. Ja, da gibt es manchmal, da kracht die Erde zusammen. Wir machen einen Abstecher ins Wadi Al-Arbayen. Da kann man auf eine Piste nach hinten fahren, an dieser schönen Felswand. Und unten hat es sogar Wasser. Ja, interessant ist es. Mal schauen, wie weit wir kommen. Also hier im Oman gibt es Wadis bis zum Abwinken. Da links sieht man die Überreste eines Viadukts von Urzeiten her. Also Korrektur, ein Aquädukt ist es und es ist rechts und nicht links. Ah, jetzt schauen wir uns diese Felswand an. Mehr Lehm. Ui, ui, ui. Das rutscht, wenn es nass ist. Und da gibt es immer wieder so Oasenstädte. Ja, das ist immer so eine Sache, hä? Mit Palmen und... Aber die sind zum Glück nicht stachelig. Es geht steil hoch. Jetzt geht es sehr steil runter. Da mache ich gleich den ersten Gang rein. Das ist so steil. Also das Flussbett ist nicht mehr befahrbar. Höchstens noch durchquerbar. Deshalb geht es immer wieder mal hoch und dann wieder runter.
wir werden belohnt. Wir finden Wasser vor. Und das ist natürlich auch ein Ausflugsziel von vielen Einheimischen und den Ziegen. Es gibt wieder mal eine kleine Wäsche. Und wir sind wieder im Wadi drin, wieder befahrbar, weil sie die großen Steine weggeräumt haben. Und hier wunderschöne Palmenplantage. Ja und ja, also hier muss man eigentlich so ein bisschen durch den Fluss fahren. Also ein Muss für Offroader, die da gerne ein bisschen Piste fahren. Es geht immer wieder mal durch Wasserstellen durch. Und das ist das Bild von der Seite. Wow! Diese Felsen, alles so irgendwie schräg reingelegt. Wow! Wow, es ist ein Traum, ey! Und nicht nur das Wasser, auch der Felsen. Ein super schönes Wadi, muss man sagen. Da gibt es Gegenverkehr, da muss ich dann unten warten am besten. Welche schönen Badeplätze hat es hier? Und wie immer trifft man da natürlich auch Reisende. So, an diesem wunderschönen Platz haben wir uns niedergelassen, haben hier geschlafen, haben noch alte Freunde wieder getroffen. Und jetzt geht es dann bald wieder weiter. So, wir verlassen diesen schönen Platz durch das Wasser. Es hat geregnet die Nacht ein bisschen, aber nicht viel. So, wir fahren jetzt ins nächste Tal hinein, zu einem Stausee. Wow, sieht das nicht herrlich aus. So, wir haben einen kleinen Pass erreicht und fahren jetzt da wieder runter in den nächsten Wadi. Einen Umweg machen wir und treffen da hinten auf ein Dorf sogar. Also wundervolle Landschaft, darf einfach nicht regnen, weil dann ist es vorbei. Ist ja ziemlich steil, aber gut zu fahren. So, wir haben uns verfahren, wir müssen wieder zurück. Ganz steil hoch. So, wir sind wieder voll im Rennen auf der richtigen Piste. Geht es weiter? Soeben war ein Stück geteerte Straße und jetzt kommen wir ins schwarze Tal hinein. Der Name ist frei erfunden. So, jetzt geht's mal im Bulldozer-Schneckentempo hier weiter, weil wir kommen nicht vorbei an dem. Wir durchqueren wieder mal ein Wadi. Wir fahren von einem Wadi ins andere über Bergkuppen. Und dann kommt schon das nächste Wadi. Also man könnte sich hier zu Tode fahren, weil es gibt so viele Pisten. Und jede führt wohin oder eben auch nicht. Nach über 20 Kilometer erreichen wir wieder mal ein Dorf. Dieses Palmendorf heißt Mannsaft. Das ist unser Ziel, der Staudamm hier.
Das ist der Daiga-Stausee. Tja, dieser Staudamm, das ist schon ein spektakuläres Bauwerk hier, ganz steil in dieser wunderbaren Landschaft und hat das Wadi natürlich doch, finde ich, ziemlich beeinflusst, weil außenrum ist einfach schöne Natur. Die Gebäude am Staudamm haben eine interessante Konstruktion und wie immer im Oman gleich natürlich die passende Parkanlage dazu. So, das ist der Stausee mit einer Parkanlage. Zum Übernachten ist das aber nichts, es ist, glaube ich, sogar gesperrt in der Nacht. Schaut euch diese Teleskope an, wir sind auf dem Weg nach Maskat. So, Maskat von oben, wir fahren runter. So, ich bin hier bei einem Truck, Teile, Verkäufer und kaufe hier gleich noch eine Diesel-Einspritzpumpe als Ersatz. Das besorgen Sie mir jetzt und die ist sogar hier viel günstiger. Kommt zwar aus Deutschland, aber ja, jetzt habe ich sie im Lager, keine 80 Euro kostet sie. Und ich habe jetzt schon von zweien gehört, dass sie kaputt gegangen ist, deswegen kommt dieses Ersatzteil zu mir. So, wir stehen schon zwei Tage in Maskat und sind auf einer Fahrradtour am Strand entlang und hier sind alle Fischer, die morgens und abends ja, fischen gehen. Ja, und so werden die Boote nach oben gezogen oder abends reingestoßen. Dann wird über die Nacht gefischt und morgen kommen sie zurück. Ja, bei unserer morgendlichen Fahrradtour treffe ich hier auf eine Geburtstagsparty und guck mal an, was die da reinhauen. Voll. Nur schön. So, nach gut 23.000 Kilometer und Iran, wo man nie weiß, was für eine Qualität der Diesel hat, habe ich jetzt einen Ölwechsel gemacht. Dieses Öl hier konnte ich kaufen, da kostet ein Liter nur 2 Euro. Und ja, diese Plastikflaschen, die liegen hier überall in der Natur, da habe ich mir zwei geholt. Da hat 5 Gallonen Platz, also das ist etwa 20 Liter. Und jetzt tue ich das so da entsorgen, dann bringe ich es an eine Tankstelle natürlich. Das ist so meine Erfindung, Trichter. Ja, klappt alles. So, das war es wieder von mir. Ja, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns schon bald wieder. Okay, dann tschüss.